Hey Skatfreunde, Zeit mal wieder in eine Rätselpartie reinzuschauen. Und ihr wisst ja, Rätsel, die einen gewissen Clou haben, der so nicht im Lehrbuch steht, die finde ich immer besonders interessant. Das ist das, worauf ich achte, wenn ich diese Rätsel hier, die Einreichung, die Vorschläge begutachte. Ein Grang wäre einfacher gewesen von Andreas Erb hat einmal wieder genau so eine Stelle, auf die man erstmal kommen muss. Trotz vier Assen und einer Zehn entscheidet sich der Alleinspieler für das sehr gute und vermeintlich sichere Farbspiel. Doch er hat die Rechnung ohne dich gemacht. Genauso ist es. Wir haben natürlich erstmal in Hinterhand kein Blatt zum Spielen. In Mittelhand tauft Kreuz. Ja, wir sind hier erstmal eher in der etwas passiveren Rolle. Das heißt, wir sind nicht der Trumpfführende. Wir reagieren erstmal. Und die ausgespielte Herz-Dame, getaucht vom Alleinspieler, deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass das Herz-Ass beim Alleinspieler sitzt. Der Stich kommt etwas überraschend. Hat der Partner etwa blank aufgespielt? Das ist schon ein naheliegender Gedanke, denn ansonsten, wenn er der Trumpf, stärkere Spieler ist, würde er vielleicht eher die Asse spielen oder eine andere Farbe suchen. Unsere Aufgabe hier als ja, nur zwei Trümpfer ist so ein bisschen erstmal zu versuchen, hier nichts groß kaputt zu machen. Herz zurückzuspielen empfiehlt sich natürlich nicht, denn wenn es wirklich blank war, wie wir vermuten, dann hat der Alleinspieler ja noch Ass und 9. Dann muss unser Partner entweder ins Leere stechen oder wir verzichten auf den möglichen Stich. Das heißt, die Farbe zu wechseln bietet sich sicher an. Karo 8 ist, glaube ich, eine ganz natürliche Karte, die wir hier jetzt auch mal spielen wollen und werden. Und in dem Moment geht ja hier im Rätselkontext auch schon die Karte auf und wir sehen, dass wir es in dem Sinne richtig gemacht haben. Wir treffen den Alleinspieler im blanken Karo Ass. Das kann nicht verkehrt sein. Wir hätten tatsächlich auch Pik Lusche treffen können. Macht keinen Unterschied im Sinne des Rätsels, denn der Alleinspieler hat eben fünf Trümpfe, drei Asse an der Seite und hat jetzt zwei Piken gedrückt, was wir ja schon so ein bisschen daran erahnen können, dass er im Herz eben geschnippelt hat. Also Pik Lusche oder Karo Lusche. Alleinspieler nimmt das Ass und spielt jetzt Trumpf, ganz normal, den Karo Buben. Ja, und hier ist es jetzt tatsächlich so, Alleinspieler hat ja fünf Trümpfe mit beiden Vollen. Wenn wir jetzt den Karo Buben mit dem Herzbuben mitnehmen, was wie ein absolut natürlicher Zug aussieht, dann wird der Alleinspieler gewinnen. Ja? Es ist gar nicht so leicht zu erklären, warum das so ist. Er bekommt in ein besseres Stellungsspiel, weil wir jetzt sofort wieder weiterspielen müssen. Müssen wir auch, nachdem wir jetzt einmal getaucht sind, aber dann können wir noch genau eine Übergabe zu unserem Partner spielen und es droht einfach dann knallhart das Spiel auf 60 abgewickelt zu werden, was andersrum nicht gelingt, weil der Alleinspieler noch mit den Trumpfvollen auf ein Trumpfvolles arbeiten kann. Im Zweifel empfehle ich euch, das selber einmal auszuprobieren, was hier passiert, wenn ihr den Herzbuben legt. Sehr wahrscheinlich habt ihr es ja auch schon ausprobiert, wenn ihr fleißige Rätselspieler seid. Und das ist hier im Prinzip der Zauberzug, der den gordischen Knoten löst. Einmal unterbleiben, dann zieht der Alleinspieler, damit er nicht eingespielt werden kann, sein anderes blankes Ass hin und lässt euch dann mit dem Herz Buben wieder den Vortritt, Trumpfkönig von unserem Partner. Und jetzt ist der richtige Moment, ne? Denn wie so oft beim Skat, auch wenn du den Zauberzug in der Tasche hast, der Zauberzug alleine bringt noch nichts. Er muss auch genau im richtigen Moment gespielt werden, er muss vorbereitet werden. Jetzt können wir Karo Dame, Karo König spielen, eine Sieben-Augen-Übergabe, die der Alleinspieler hier im besten Sinne nutzt, um seine Herz-Lusche aufzugeben. Jetzt sollten wir nicht Karo oder Pik nachspielen und dann ein Trumpfvolles verbrennen lassen mit einem von unseren Vollen, sondern jetzt können wir einfach ganz trocken die Buben abziehen. Bup, bup. Und weil jetzt Trumpfvoller zu uns geht und die 20 geschmiert werden können, reicht es plötzlich genau für 60 und damit ist das Rätsel gelöst. Ja, und wie gesagt, ich finde es super interessant. Du wirst es garantiert von keinem Skatspieler am Tisch sehen und es wird auch in keinem Lehrbuch stehen, dass dieses Tauchen des Karo Buben mit dem einfach bestellten Herz Buben die einzige Sieglösung hier ist. So ist es aber.
Und wieder einmal zeigt sich, dass gegen starke Spieler ein blankes Ausspiel eine sehr gute Idee sein kann. Wir können ja hier einmal noch in den Spielverlauf schauen. Also so gut sah das Spiel tatsächlich aus, ne? Trumpf Ass 10, 2 Luschen Karo Bube, 5 Trumpf mit beiden vollen und 3 Asse an der Seite bei 3 Augen gedrückt. Ja, der Grang wäre einfach durchgelaufen. Wir sehen es, es ist keine Farbe auf Abstich. Da kann er Kreuz 10 zum Beispiel drücken, 13 Augen drücken, einfach alles durchziehen. Aber der Alleinspieler hat sich für den vermeintlich sichereren Kreuz entschieden und der ging jetzt gegen die vier Trümpfe eben nicht, weil die Trumpfvollen in Gefahr kommen und weil auch kein volles jetzt gedrückt wurde, natürlich. Ja, so weit vom Skat. Hoffe, ihr hattet Spaß dran. Wünsche euch ein schönes Wochenende mit ganz vielen neuen Spielen. Wenn ihr eine interessante Partie habt, die auch so diesen einen Clou hat, vielleicht. Lasst es mich gerne wissen, dann schaue ich mal, ob wir auch von euch bald mal hier ein Rätsel drin sehen. Bis dahin und wie immer, gut blatt.